So, wir sind hier auf der IBA 2018 am Stand von Bergara. Viele von euch haben ja mein Video von der kleinen Bergara, von der BA13 schon gesehen. Ich kann das auch mal nochmal verlinken unten. Und nachdem ich die sehr, sehr liebe, soll die jetzt ein bisschen Zuwachs bekommen, und zwar was Größeres. Und jetzt bin ich hier mit der Stefanie von Bergara und wir gucken uns mal die neue B14 HMR an, beziehungsweise die diesjährige B14 HMR. Hallo Stefanie. Hallo. So. Was ist neu dieses Jahr? Also neu bei der HMR haben wir dieses Jahr zwei Kaliber. Das ist einmal die 22-250 und die 305er Magnum. Also Das heißt, wir haben jetzt auch eine Long Action auf der HMR, was uns ja noch gefehlt hat. Ja, absolut. Super. Ansonsten haben wir verstellbare Schaftbacke. Da hat es jetzt hier ein bisschen was geändert. Ja, wegen der Long Action, weil sonst hat ihr natürlich keinen Platz zum Aufnehmen. Genau. Einfach der Verschluss ein bisschen länger geworden ist. Aber das finde ich ganz, ganz lustig gelöst, wenn ich ehrlich bin. Das ist simpel, aber funktioniert. Ja, genau. Ja, so. Dann haben wir hier die Long Action. Hast du noch verstellbare Schaftlänge, ne? Ja, genau. Hier über die Einsätze. Den Schaftrücken kann man wunderbar verstellen, was ich immer brauche. Mir fehlt immer ein Zentimeter, deswegen habe ich überall so Schafttaschen drauf. Ja, genau. Geht, genau. Abzug, Magazine. Das sind AECS-kompatibel, ne? Genau. Alles klar. Sind jetzt 5-Round, also 5 Schuss. Okay. Und sind kompatibel mit Chorus International, NDT, okay, Magpul, also was es so AECS-kompatibel gibt. Ah, Stemmelbild, genau. Aber Single Row. Genau. Ja, wunderbar. Row. Passt, super. Genau, und dann der Lauf. Das ist ein 26 Zoll Lauf. Okay. An der Mündung hat er 19 mm. Okay. Also, ist eher Gewinde ist drauf. Jaglich. Gewinde ist drauf, ja, genau. Alles klar. Was war das, M15? Oder 5.8? Bin ich mir jetzt nicht sehen. 5.8 ist es nicht. Ja, okay. Ich muss nochmal checken. M15, schauen wir mal. Genau. M15 ist es, weil ich habe da schon Dämpfer für. So, fertig aus. Ja, ja. Ja, genau. Dann haben wir hier unten. Genau, zwei Mounts für die Zweibein. Ja, für Zweibein und für den Swivel, also für Ja, genau. Und dann haben wir auch noch diese Quick Detach. Ja, ne? Ja. Die haben wir auf beiden Seiten, also hinten vorne und auch auf der anderen Seite, je nachdem, wo man die Waffe tragen will. Alles klar. Abzug ist Direktabzug? Es ist ein Direktabzug. Ja. Abzug ist ja gut, das Ganze ist ja eine Remington 700 Footprint. Ja. Das heißt, der Abzug ist auch kompatibel. Ja. Wer also einen Matchabzug oder was drauf will, der kann natürlich den auch sich einen Matchabzug kaufen. Ja. Hier einen Joule oder was auch immer. Ja, super. Alles klar. Und dann ist ja hier auch, das ist ja letztes Jahr schon gezeigt worden, dieses Chassis drin, ne? Genau, also dieses, ich habe jetzt kein Chassis da. Also ja, auch, das können wir uns vorstellen. Also das geht dann von hier hinten bis hier unten rein, ne? Das Chassis. Genau, was halt natürlich nochmal extreme Stabilität und auch nicht besonders viel Gewicht aufträgt. Ist halt eine. Ist keine leichte Waffe. Nein, ist keine leichte Waffe, aber ist eine schöne, solide Geschichte. Ne? Muss auch mal probieren kurz. Ja, wunderbar. Ja, man liegt hier halt wirklich schön auf dem, ganz entspannt auf der Hand auf. Ne? Ja, jetzt einmal. Ja, das ist schon. So etwa bei einem Kilo oder so ist ja, der dann, ne? Aber also der weiter runter, ist verstellbar, ist aber weiter runter geht der Abzug jetzt nicht. Okay, okay. Das ist so das Minimum, was wir damit schaffen. Ja, alles klar. Also wer weniger will, muss dann halt den Abzug austauschen. Gut, aber dann kann man ja in den Tuning-Bereich gehen. Ja, genau. Dann ist man ja, ne? Ganz ich jetzt. Und das ist Zweistellungssicherung. Zweistellungssicherung. Ja. Aber ganz wunderbar, ruhig bedienen. Super. Alles klar. Dann vielen Dank. Schöne Waffe. Dann hoffen wir mal, dass du es mal wirklich ausprobierst. Ja, das muss. Ja. Wir müssen gleich nochmal reden. Alles klar. Ciao. Ja.